Also am Anfang war das wirklich noch so, da liegt eine Leiche drunter, da liegt eine Leiche drunter. Man war nervös, man wusste nicht, wie das Ganze abläuft. Aber man gewöhnt sich sehr schnell dran. Man hat irgendwie auch so einen Bezug zu denen aufgebaut, auch wenn das ein bisschen makaber klingt. Ich bin der Abdul, bin 24 Jahre alt und studiere im 10. Fachsemester Humanmedizin an der TU Dresden. Ich heiße Emily, ich bin 21 Jahre. Hallo, ich bin Sarah, ich bin 21. Hi, ich bin Nils, ich bin 19 Jahre alt. Ich heiße Julia, bin 26 Jahre alt. Ich bin Simone, ich bin 24 Jahre alt und studiere im 5. Semester Zahnmedizin. Wolltest du früher schon immer Ärztin werden? Nein. Ich dachte mal, ich bin nicht schlau genug in der Schule, um Medizin studieren zu können. Und das ist mir erst in der Oberstufe sozusagen aufgefallen. Hab's dann probiert und hab's auch gleich geschafft. Ich wollte nicht immer Ärztin werden. Ich habe begonnen mit einer Ausbildung zur Kinderkrankenschwester und habe dort festgestellt, dass Humanmedizin genau das ist, was ich möchte. Ich wollte schon immer Medizin studieren und Ärztin werden. Ich kann aber auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen, wieso. Das war halt einfach schon immer irgendwie so in mir drin und hat sich auch schon immer richtig angefühlt. Hattest du eigentlich einen 1-0er-Schnitt im Abi? 1-0 auf jeden Fall nicht. Ich hatte einen 1er-Schnitt, ja, aber eher einer der schlechteren. Ich habe eigentlich mein libysches Abitur als Fernschule besucht und hatte einen Durchschnitt von 1,4. Bei mir war es knapp daneben, aber es ist ja letztendlich auch nicht notwendig, diesen Schnitt zu haben. Wie sehr spielt eigentlich das spätere Gehalt eine Rolle bei deiner Studien- und Berufswahl? Es ist natürlich schon eine nette Aussicht, dass man später sich auf dem Arbeitsmarkt keine Sorgen machen braucht. Es sollte allerdings nicht die primäre Motivationsquelle sein. Und allein mit der Vorstellung, später einen fetten Porsche zu fahren, schafft man dieses Studium auch einfach gar nicht. Aber natürlich freut man sich, wenn man weiß, man hat später einen recht sicheren Job und auch mit einem recht sicheren Verdienst am Ende. Gab es in deinem Studium auch Momente, in denen du dich geekelt hast? Bisher gab es doch einen Moment gab es, und zwar mussten wir im Biologiepraktikum eine Maus präparieren. Es gab natürlich Sachen, die unappetitlich waren, aber ich habe mich nicht direkt geekelt. Ich mag Füße nicht so, und dann, wenn man so von den toten Menschen die Zehen sieht, ist halt irgendwie nicht so das Leckerste. Wenn ich mich so an eine Erfahrung aus dem Präpsal erinnere, ja, an sich ist aber in diesem Studium überhaupt nichts eklig oder sonst irgendwas. Wie fühlt es sich eigentlich an Leichen zu lernen? Spannend, weil man mal Sachen anfassen kann, ganz am Anfang des Studiums, und Sachen, die man im Lehrbuch lernt, sehen kann. Also am Anfang war das wirklich noch so, da liegt eine Leiche drunter, da liegt eine Leiche drunter. Man war nervös und man wusste nicht, wie das Ganze abläuft. Und es war natürlich sehr ungewohnt, aber man gewöhnt sich sehr schnell dran, und die Faszination über den menschlichen Körper, die übersteigt dann quasi alles andere. Lernst du im Studium auch, wie man jemandem eine schlechte Nachricht überbringt? Wir konnten ihren Zahn leider nicht mehr retten, nein. Ja, das lernen wir tatsächlich. Also wir haben in verschiedenen Etappen des Studiums verschiedene Gesprächsführungstrainings. Wir haben Seminare, wo wir das üben können, auch teilweise mit Schauspielpatienten. Lernen halt die Grundlagen einfach einer guten Kommunikation. Ich denke aber trotzdem, dass so viel Mühe sich da auch gegeben wird, dass es ein bisschen zu kurz kommt und man im Zweifelsfall im klinischen Alltag trotzdem vor dem Patienten steht und nicht weiß, wie man es sagen soll. Übt ihr medizinische Eingriffe an euren KommilitonInnen? Ja, das auf jeden Fall. Also diagnostisch jetzt auf jeden Fall. Ja, also Blut abnehmen zum Beispiel. Also dieses Semester stand eine Magensonde oder ein Blasenkatheter auf dem Plan. Das machen wir dann natürlich nicht am eigenen Kommilitonen, dafür haben wir Modelle. Aber so grundlegende Untersuchungsabläufe, das macht man dann schon an den anderen und muss sich da quasi auch selber zur Verfügung stellen. Musst du die ganze Zeit lernen oder hast du auch mal Freizeit? Naja, wenn ich keine Freizeit hätte, dann würde ich hier ja nicht sitzen. Man muss immer so eine richtige, schöne Balance irgendwie finden zwischen Studium und Lernen. Das Medizinstudium ist ja nicht wie andere Studiengänge auf Verständnis basiert, sondern sehr viel Fleiß, sehr viel Lernerei. Gerade in der Prüfungsphase ist es natürlich etwas mehr. Ich sag's mal so, um bessere Noten zu haben, hätte ich wahrscheinlich mehr lernen müssen. Aber ich wollte auch Freizeit haben, deswegen habe ich mich aufs Bestehen konzentriert. Warum sind Medi-Partys die besten Studierendenpartys? Ich muss zugeben, ich war bisher noch auf 2 Medi-Partys. Und ich fand es aber trotzdem ziemlich cool, weil es gibt immer guten Alkohol. Und
Wir haben immer coole Musik. Ja, weil der Frauenanteil ganz hoch ist. Das auf jeden Fall. Ich war tatsächlich schon auf einer einzigen Medi-Party und auch bis morgens um 5 Uhr da. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Um ehrlich zu sein, ich war noch nie auf einer Medi-Party. Durch Corona hatten wir leider bisher keine Chance, an den berühmt-berüchtigten Medi-Partys teilzunehmen. Die letzte Medi-Party ist aber schon ein ganzes Stück her. Wer sagt denn überhaupt, dass das die besten sind? Wenn ihr noch mehr Videos der TU Dresden sehen wollt, dann klickt gerne hier oder hier. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken.